Vielleicht überlegst du ja selber gerade, eine Fortbildung oder ein Studium online zu machen, oder du steckst gerade mittendrin in einem Motivationstief und freust dich über Inspirationen, wie du vielleicht wieder zurück in die rechte Spur kommst. Wenn ja, dann ist dieses Video für dich, denn ich möchte hier ein paar eher, ich sag mal, persönliche Grundsätze und Lernerfahrungen, die mir durch mein Fernstudium geholfen haben, mit dir teilen. Du merkst schon, das ist ein relativ persönliches Video. Wenn dich das nicht so packt, dann schaust du dir am besten meine anderen Videos auf diesem Kanal an. Bei mir geht es ja um berufliche und persönliche Weiterentwicklung, also Rauchen aufhören, Führungstechniken als Psychologe mit Schwerpunkt Arbeit und Organisation, gute Gewohnheiten aufbauen, diese Sachen. Wenn dich das mehr interessiert, kann ich es dir nicht verdenken, dann wechselst du am besten jetzt auf ein anderes Video. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir deine Zeit schenkst. Und ich möchte dir eben hier so meine Strategien, meine Ideen, meine kleinen Tipps und Tricks vorstellen, die mir damals geholfen haben und die mir immer noch gute Dienste leisten. Ich weiß, man sieht es mir in meiner jugendlichen Frische nicht an, aber es ist schon 15 Jahre her, dass ich mich bei der staatlichen Fernuni Hagen für den Bachelor in Psychologie eingeschrieben habe. Und neben dem ganzen fachlichen Zeugs hat mich das Fernstudium auch wirklich persönlich stark geprägt, weil man sich eben viele Routinen und Gewohnheiten selber aufbauen muss, ohne dass einem irgendwie die Struktur groß vorgelebt werden würde. Dadurch bin ich, glaube ich, insgesamt relativ gut organisiert, und ich habe vor allem Spaß daran, mich in Themen einzuarbeiten, selbstständig zu sein, mein eigenes Ding zu machen, und davon ziehe ich immer noch. Also mein Hauptfokus war ja damals eigentlich das Musikstudium. Psychologie lief erstmal nur so nebenbei. Das war in dem Sinne ein völlig freiwilliger Stress, den ich mir aufgetan habe, den ich mir zusätzlich aufgebürdet habe und den ich dann mit meinem Musikerleben vereinbaren musste. Im Rückblick betrachtet ist dieses selbstorganisierte Jonglieren mit verschiedenen Tätigkeiten und Prioritäten für mich mindestens ein ebenso großes Takeaway wie das Fachwissen, das ich als Psychologe erworben habe, und natürlich dieser Psychologenstempel, für den man ja den Master in Psychologie benötigt. Den wollte ich unbedingt haben, natürlich. Für jedes größer geartete Projekt und ein Fernstudium durchziehen ist natürlich auch so ein Projekt, brauchst du einen Plan. Du musst also die wichtigsten Meilensteine, Termine und Abgabefristen und so weiter, die brauchst du klar sichtbar, die brauchst du in einem Kalender. Das ist mal deine grobe Struktur. Ich denke, das ist klar. Der Schlüssel für mich war allerdings ein einfaches System, wo ich sofort erkannt habe, ob ich mit meinem Lernfortschritt im Soll bin oder nicht. Als Fernstudent hast du ja in dem Sinn keine negative Rückmeldung, wenn du dich nicht um dein Studium kümmerst. Es gibt ja keine Vorlesungen, die du verpasst, keine Pflichtveranstaltungen, sondern es gibt nur diesen einen Termin am Semesterende, wo du halt dein Wissen abliefern musst. Und ich glaube, so ist es bei ganz vielen Herzensprojekten oder persönlichen Dingen, die man dann eben neben der Arbeit oder neben Familienmenschen oder so weiter noch durchziehen möchte, dass ja erstmal nichts Schlimmes passiert, wenn man es bleiben lässt. Das heißt, du brauchst ein einfaches System, oder ich habe mir damals ein möglichst einfaches System überlegt, mit dem ich sicherstellen konnte, dass ich auf Spur bin. Da geht es nicht um exakte Wissenschaft, wie gesagt, für mich war das auch ganz grob. Ich habe mir einfach nur die Menge an Lernstoff habe ich mir hergenommen, habe wirklich einfach nur die, ich sag mal, die Seiten an Pflichtliteratur aufeinander addiert, hatte dann was weiß ich, wie viele tausend Seiten, die ich für dieses Semester lernen musste. Und das habe ich dann geteilt durch die Tage bis zur Prüfung, abzüglich von dem Puffer, den ich mir selber zum Lernen gesetzt habe. So, und dadurch kriege ich einen schnellen Leistungswert raus, nämlich den Lernstoff, den ich pro Woche oder pro Tag mir durchlesen muss, durcharbeiten muss, dann weiß ich, dass ich im Soll bin. Und wenn diese Lampe auf grün ist, dann weiß ich auch hinterher, dass ich die Prüfung bestehe. Insofern hatte ich sehr wenig auch Bauchschmerzen, wenn es auf die Prüfung zuging, weil ich von vornherein eigentlich schon recht früh gesehen habe, bin ich dieses Mal wieder im Plan oder nicht. Der Puffer war natürlich wichtig. Die letzten Wochen vor der Prüfung sind dann nur noch Wiederholungen. Da habe ich dann versucht, den Stoff einfach nur in mir reinzuprügeln, damit ich ihn dann auch punktgenau wieder abliefern kann. Wenn du die Menge Lernstoff einigermaßen flexibel halten kannst, bei der Fernuni kann man das ja sehr gut, dass man einfach sagt, ich mache das Teilzeit oder das nächste Semester mache ich Vollzeit, dann wieder Teilzeit und so weiter. Dann starte lieber erstmal mit etwas weniger Stoff und schau, wie viel du realistischerweise schaffen kannst. Offenbar ist es einer der häufigsten Fehler im Fernstudium, sich zu überschätzen und sich zu viel aufzuladen und dann hinterher damit überfordert zu sein. Das ist mir natürlich nie passiert. Den allerwichtigsten Tipp für mein Fernstudium habe ich absichtlich oder unabsichtlich eigentlich von einem
Bekannten bekommen, der selber ein Fernstudium angefangen hat und dann wieder abgebrochen hat mit den Worten, ja, weißt du, Daniel, der Stapel, der wurde dann immer größer und das schlechte Gewissen wurde auch immer größer und die Hürde mit dem Lernen dann irgendwann anzufangen wurde auch immer größer und dann habe ich es irgendwann gelassen. Und das hat er mir zum Glück ganz am Anfang von meinem Fernstudium gesagt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist also, ich sag mal, die Haupthürde und das ist das Hauptproblem und dagegen muss ich was unternehmen. Und deswegen war mir das eben auch so wichtig, von Anfang an ein System zu haben, wo ich wirklich ab Tag 1 meine Hand auf dem Lernstoff habe und dann auch 7 Tage die Woche mich mit dem Lernstoff beschäftigt habe, damit eben dieser Stapel nicht zu groß wird. Und es ist ja auch klar, ich hatte damals mein Hauptstudium, das heißt, ich konnte nicht die ganze Zeit des Tages mich dafür kümmern, sondern ich musste das immer irgendwie staffeln, ich musste immer gucken, dass das nebenher läuft. Und die Hürde, das eben auf später zu verschieben, das wollte ich mir nicht geben. Ich habe also Routinen gebraucht und das ist auch für mich der nächste große Punkt, denn das ist vermutlich auch die Herausforderung, wenn man ein Online-Studium macht oder eine Online-Fortbildung. Man hat ja noch etwas anderes, was nebenher läuft, also entweder einen Job zum Geld verdienen, eine Familie zu managen oder wie in meinem Fall eben noch mein Vollzeit-Musikstudium. Die Psychologie war in dem Sinne nur ein Hobby. Zu Beginn des Studiums war der Abschluss ja unendlich weit weg. Ich habe Psychologie in Teilzeit studiert, das heißt für mich war es sehr wichtig, dass ich Routinen und Gewohnheiten habe, die ich dann tatsächlich auch lange Zeit durchziehen kann. Ein Fernstudium hat für mich bedeutet, das ist ein Marathon, kein Sprint. Ich kann mich nicht kurzzeitig verausgaben, sondern das muss auf lange Sicht wirklich machbar sein, ohne Burnout in Anführungsstrichen. Und ich habe da auf eine Kombination gesetzt, einerseits auf Fokuszeiten, also wo ich mich wirklich konzentriert ohne Ablenkungen mit Scheuklappen um den Lernstoff gekümmert habe und ganz viele so zwischendurch Gelegenheiten, die ich dann eben in mein Musikerleben so eingestreut habe. Dafür finde ich den Grundsatz von Wenn-Dann-Verknüpfungen wahnsinnig hilfreich. Als Musiker ist man ja viel unterwegs, das heißt, eine von diesen Wenn-Dann-Regeln war, immer wenn du im Zug sitzt, dann beschäftigst du dich mit deinen Lernunterlagen. Ich hatte damals noch ein recht schlichtes BlackBerry-Tablet, das konnte nicht wahnsinnig viel, aber meine Dokumente waren drauf, eine Lernkarten-App war drauf und die Online-Vorlesungen konnte ich auch abspielen, insofern alles, was ich brauchte, um dann in wenigen Sekunden einfach meinen Lernstoff griffbereit zu haben. Also auch das finde ich ganz wichtig, es sollte weniger als 3 Sekunden dauern, bis du deinen Lernstoff in der Hand hast. Das Zwischendurchlernen ergänzt ja nur den wirklich störungsfreien Kontakt mit dem Lernstoff. Ich fand das immer ganz herrlich, irgendwo in einer Bib zu sitzen, mit der ich ja in dem Sinne nichts im inneren Sinne zu tun hatte. Ich musste mir von dort ja nichts ausleihen, ich musste da einfach nur sitzen und mein Zeugs lernen. Aber allein diese Location habe ich mir eingebildet, sorgt schon dafür, dass mein Hirn ein bisschen mitwächst. Dabei finde ich es auch total wichtig, dass man seinen Tag so organisiert, dass man dann in der Bib sitzt, wenn man auch wirklich aufnahmefähig ist, wenn man in dem Sinne eine Hochleistungsphase hat. Und das ist für mich der nächste Punkt. Ich finde es wahnsinnig wichtig zu wissen, zu welchen Zeiten im Verlauf des Tages bin ich leistungsfähig und wann nicht. Bin ich eher so ein Morgenmensch, bin ich eher so ein Abendtyp oder wann ist das gefürchtete Schnitzelkoma tagsüber, wann kriege ich überhaupt nichts gebacken, wann kann ich nur mit Mühe und Not meine Augen aufhalten. Also ich muss doch wissen, wann kriege ich wirklich was geschafft? Und in diesem Zeitraum sollte ich dann eben auch lernen. Posaune üben kann ich manchmal auch, wenn ich müde bin oder wenn mir vor lauter Lernstoff die Birne raucht. Das ist was anderes. Und wenn ich vor meinen Psychologietexten sitze und merke, dass einfach überhaupt gar nichts reingeht gerade, dann ist es verschwendete Zeit, einfach weiter da zu sitzen und die Buchstaben anzugucken, sondern dann mache ich am besten irgendwas anderes und gehe dann wieder zurück, wenn ich aufnahmefähig bin. Im Schlaf sortiert dein Gehirn ja die aufgenommenen Informationen. Das heißt, Schlaf ist super wichtig. Ich selber habe nie Nächte durchgelernt. Ich habe im Gegenteil immer darauf geachtet, dass meine Batterien auch regelmäßig wieder geladen werden. Dazu hat im Studium dann auch oft ein Powernap gehört, denn ich musste abends für die Konzerte auch noch fit sein. Zum Glück kann ich immer und überall schlafen, aber das ist ein Thema für eines von meinen anderen Videos, das ich dir hier oben verlinke. Wenn du so alleine vor dich hinlernst, kannst du dir zwar einreden, dass du es verstanden hast, aber erst der Check mit der Realität bringt dann wirklich Gewissheit. Ich habe so oft wie es ging meinem
Freunden, meinen Bekannten davon erzählt, was ich gelernt habe, bin denen wirklich auch auf den Keks gegangen. Es tut mir im Nachhinein total leid für die langweiligen Gespräche. Aber für mich war es wichtig, diese Sachen auch immer zu erzählen und habt ihr schon gewusst und wusstest du und da gibt es vier wichtige Punkte und A, B, C, D und so weiter. Wenn du es so erzählen kannst, dass andere Leute das verstehen, dann kannst du auch Rückschlüsse drauf ziehen, wie gut du den Stoff schon verstanden hast. Und mal ehrlich, mancher Smalltalk ist nicht wirklich interessant. Vielleicht sind da deine Lern- und Studieninhalte tatsächlich noch eine Nummer spannender. Vielleicht möchtest du dich aber nicht nur mit deinen Freunden und Bekannten irgendwie austauschen, sondern auch mit den Leuten, die das Gleiche studieren wie du. Bei der Fernuni kannst du das ja theoretisch auch als Einzelkämpfer durchziehen. Es gibt aber auch verschiedene Angebote und Gelegenheiten, eben da Lerngruppen zu finden oder selber zu gründen und das publik zu machen. Für mich hat das aus pragmatischen Gründen nie wirklich hingehauen. Das hat mich wahrscheinlich die einen oder anderen Punkte in einer Klausur gekostet. Aber es funktioniert auch alleine. Aber du kannst natürlich selber für dich herausfinden, ob das was für dich ist. Alternativ kannst du ja auch dich mit Freunden zusammenschließen und ihr vereinbart Zeiten, wo ihr Lernsessions macht. Also wo zwar jeder sein eigenes Zeug abarbeitet, aber wo ihr euch, ich sag mal, gegenseitig in die Pflicht nehmt, wirklich konzentriert was zu machen und konzentriert zu arbeiten. Das macht super viel Spaß. Und wenn du keine Freunde oder Bekannten als Lernopfer in der Nähe hast, dann kannst du trotzdem und immer und überall versuchen, Alltagsbeispiele für deinen Lernstoff zu finden. Ich erinnere mich da an ein Modell aus der Sozialpsychologie, das sogenannte Vier-Stufen-Modell der sozialen Bewegungsbeteiligung von Klandermann und anderen, bei dem es darum geht, wie und warum sich Menschen größeren sozialen Bewegungen anschließen, also Fridays for Future oder sonst irgendwelchen anderen größeren Strömungen, Demos, Bewegungen, Ideen. Und ich habe das gelernt, als ich gerade an einem Badesee lag und da hat eine Gruppe von jugendlichen Bengeln eine große Bluetooth-Box aufgestellt und laut Musik gemacht. Und das hat mich ein bisschen gestört, also es hat mich nicht wirklich gestört, aber ich habe das zum Anlass genommen, eine soziale Bewegung zu gründen. Und ich habe mir da die Rentner und Mütter mit Kindern und halt wer sonst noch unter der Woche vormittags im August so an einem Badesee liegt, geschnappt und habe die Leute rekrutiert, habe sie mobilisiert, habe sie motiviert und wollte da eine starke Truppe generieren, um dann mit dem notwendigen sozialen Druck die Abschaltung der Bluetooth-Box zu erzwingen. Das hat nicht funktioniert, deswegen bin ich auch nie im sozialen Aktivismus gelandet, beruflich. Aber ich habe das Modell verstanden. Okay, man könnte argumentieren, dass ich das Modell nicht geschafft habe, weil ich diese Menschen am Badesee nicht mobilisieren konnte. Aber ich fürchte, dafür war der Anlass dann doch nicht dramatisch genug. Was ich im Rückblick wirklich genossen habe, das war jedes Semester wieder neue Themen zu bekommen, von denen ich buchstäblich ja keine Ahnung hatte. Das ist ja alles neu. Und mein Bild, das ich so für mich hatte, meine Metapher war, dass ich mir in einem riesigen Ozean aus Unwissenheit erstmal so eine kleine Sandinsel aufschaufel, wo eben so ein bisschen Wissen dranhängt, also die ersten Definitionen, die ersten wichtigen Schlagwörter. Und je mehr ich dann über das Thema weiß, desto größer wird dann meine Wissensinsel und desto mehr baut sich das Ganze dann aus. Und dann ein Semester später, schwupp, geht es mit einem neuen Thema wieder von vorne los. Und das ist wieder der große Ozean des Nichtwissens und dann kommt die erste Insel mit den ersten paar Fachbegriffen und so weiter. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es macht mir auch immer noch Spaß, wirklich mich mit Dingen zu beschäftigen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe und da einfach ins kalte Wasser zu hüpfen. So, jetzt muss ich aber langsam aufhören, weil jetzt werde ich ein bisschen rührselig. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video wird. Ich habe dich ja schon vorgewarnt, es wird eher so ein persönliches Video. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie interessant für dich. Du hast irgendwas mitgenommen. Würde ich das Fernstudium wieder machen? Definitiv. Würde ich groß irgendwas anders machen? Vermutlich auch nicht. Das war einfach nur cool. Ich habe viel gelernt. Für mich ist es auch die Grundlage, immer noch weiter zu lernen. Und das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Appell, ja, oder ein Fazit für dieses Video. Heutzutage wird ja immer weniger auf formale Qualifikationen gesetzt. Die Arbeitswelt wird ja durchlässiger. Man sagt auch, ja, du kannst es auch machen ohne den Abschluss. Oder jetzt schauen wir erstmal, was du tatsächlich kannst, wurscht, welchen Stempel du dafür hast. Aber so oder so muss man dann doch sagen, im Berufsleben gibt es eben ein paar Türen, die nur aufgehen, wenn man den richtigen Schlüssel dazu hat, eben in Form einer Qualifikation oder einer Zertifizierung.
oder einer Fortbildung. Und vielleicht hast du ja bei deinem Job die Schnauze voll oder willst dich beruflich verändern oder willst ihm einfach nochmal was Neues anpacken. Und da kann ich dich nur ermutigen. Ich finde Lernen grundsätzlich immer wahnsinnig spannend und sich zu verändern und ja mit Neugier durch die Welt zu gehen, das ist doch was wahnsinnig Schönes. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch gemeinsam weiter auf Entdeckungsreise. So, aber jetzt erstmal genug für heute und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Servus.